dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Okay, hier sind wir wieder, hier bin ich wieder. Folge 2, Einführung in die Philosophie, Einleitung in die Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Sprachkritik. Namen, Worte, Titel, Schall und Rauch. Wie auch immer diese Veranstaltung genannt wird, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es geht nur um eins, die Urteilskraft zu stärken, zu bilden, so sie nicht vorhanden ist. Um den mündigen Menschen in die Welt zu bringen. Die Nummer 3. Otto Friedrich Gruppe hat mit seinem Antaeus für Aufsehen gesorgt, aber nur unter den eingeweihten Gemütern. Spricht hier zur Abstraktion, und zwar heißt es: Abstraktion und helles Bewusstsein der Abstraktion, das sind die beiden großen Aufgaben. Ohne Abstraktion ist kein Denken, ohne Kontrolle derselben nur Irrtum. Mit diesem Irrtum haben wir es zu tun. Seit geraumer Zeit, seit eigentlich schon immer, weil eben kein Bewusstsein der Abstraktion. Aber dem werden wir hier abhelfen. Auf Kanale Gleichsatz. Wir halten fest, Denken, wenn der Begriff des Denkens einigermaßen Sinn haben soll, dann muss es sich dabei um ein Bewusstsein der Abstraktion handeln. Und um was es sich da dreht, wenn von Abstraktion die Rede ist, das werden wir im Verlauf dieser Veranstaltung, wenn nicht schon in dieser Sequenz jetzt, Folge Nummer 2 von Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, schon behandeln. In der Nummer 4 heißt es, wir kommen zum nächsten Punkt, Nummer 4, Sprache ist von Grund auf metaphorisch und daher interpretationsbedürftig im Sinne eines das soll heißen. Ein weiterer Spieler in diesem Spiel heißt Sprache, der große Bruder von Abstraktion. Und hier sollen wir uns bewusst werden, dass diese Sprache und damit auch die Abstraktionen von Grund auf metaphorisch sind. Was heißt das metaphorisch? Bildhaft ist wohl die treffendste Übersetzung. Es handelt sich um Bilder. Und was hier angesprochen wird, das ist ein Bewusstsein darüber, dass eben Sprache eben nicht eine Wirklichkeit oder wie immer dieses Etwas außerhalb unseres Körpers genannt wird, eine Wirklichkeit abbildet im Sinne eines 1:1 identifikatorisch, sondern wir haben es mit Bildern zu tun.
Und diese Bilder sind interpretationsbedürftig. Das heißt, ein Bild sagt keine Wahrheit, weil in diesem Bild nicht die Zusammenhänge, die Umstände, die jetzt zu irgendetwas geführt haben, deutlich werden. Ein Bild ist eine Momentaufnahme, aber das, was jetzt in irgendeiner Hinsicht Sache ist oder der Fall ist, ist keine Momentaufnahme, sondern hat Beziehungen, steht in einem Zusammenhang, ist steht in einer Relation, ist immer ein Bezugspunkt von etwas oder zu etwas. Und im Sinne dieser Möglichkeiten, die dann durch die verschiedensten Zusammenhänge, die gewählt werden können bzw. müssen, damit ist immer auch ein Sollzustand, von einem Sollzustand die Rede und weniger von einem Ist. Denn in dieser Interpretation ist diese Interpretation macht immer nur mehr oder weniger Sinn, wenn damit eben etwas beabsichtigt ist. Und das Beabsichtigte soll dann eben sein. Und in diesem Sinne soll dann auch in der Sprache immer etwas heißen. Das heißt, ich meine etwas, mir bedeutet dieser Satz dieses und jenes, und die Sprache als Mittel zum Zweck beabsichtigt dann, oder ich beabsichtige mit meiner Sprache die Information, die Verständigung oder überhaupt das Verständnis eines anderen anzupeilen. Das heißt, was ich sage, soll heißen für mich. Es muss jetzt nicht für jemanden anderen dasselbe heißen, aber mein Kommunikationsbestreben ist ein solches, eines soll heißen. Diese Nummer 4 ist auch vorausgeschickt, mehr oder weniger, damit niemand jetzt meint, es geht in einem dogmatischen Sinn um irgendeine Behauptung, dass dieses oder jenes ist und nicht anders ist, sondern es soll immer heißen, es ist ein Sollzustand, es geht um einen Sollzustand, entweder von mir gesolltes oder eine Forderung nach einem nicht nur von mir gesollten, sondern eben auch für andere geltend, womit wir immer schon auf ethischem Gebiet agieren. Also mit dieser Metaphorik und dieser Interpretationsbedürftigkeit eines soll heißen, bewegt sich alles, was gesprochen wird, auf einem ethischen Terrain. Sollen ist Aufgabe
der Ethik, eine Aufgabe der Ethik, Aufgabengebiet, wenn man so will. Aber diesen Bezug zur Ethik beziehungsweise die Ablehnung einer Tatsachenfeststellung ohne jegliches Sollen, der werden wir noch öfters begegnen, wie auch dem Hinweis, wo die Bezüge von der Erkenntnistheorie in die Ethik zu beachten sind. Es folgt die Nummer 5. Damit soll noch einmal wie die Nummer 3, denke ich, auf die Wichtigkeit des Bewusstseins, der Abstraktion hingewiesen werden. In diesem Fall jetzt die Kritik der Abstraktionen, die gleichgesetzt wird mit der Hauptaufgabe der Philosophie. Und in diesem Sinn möchte ich auch die Erkenntnistheorie jetzt so ad hoc und spontan würde ich die Kritik der Abstraktionen mit Erkenntnistheorie gleichsetzen oder es eben zur Hauptaufgabe der Erkenntnistheorie machen. Bin auch schwer dafür, weil schließlich alles darauf hinausläuft. Und das soll es dann auch zum jetzigen Zeitpunkt gewesen sein. Also jemand, der weiß, der Abstraktionen weiß oder ein Bewusstsein des Abstraktionsprozesses über ein Bewusstsein des Abstraktionsprozesses verfügt, des Abstraktionsvermögens, könnte mit Verlaub auch schon ein Philosoph geheißen werden. Und in dieselbe Kerbe schlägt die Nummer 6 ein Zitat von Friedrich der Weismann ohne nähere Quelle, das heißt, ich meine die Quelle zu können, aber egal. In der Tat, der Philosoph ist ein Mensch, der die versteckten Risse im Aufbau unserer Begriffe spürt. Hier wieder ein wenig Action. Das heißt, keine Action. Jetzt stelle ich das wieder um. Wo bin ich? Nein, das war der Verkehrte. Hier stelle ich das um. Da war ich ja schon. Stelle ich nochmal um. Was wollte ich? Risse wollte ich. Aber wo war ich? Egal, die versteckten Risse im Aufbau, der unsere Begriffe spürt, dort, wo andere nur dem ausgetretenen Pfad, den ausgetretenen, das ist wieder meine Dativschwäche, der Alltäglichkeit vor sich sehen, der die versteckten Risse im Aufbau unserer Begriffe aufspürt, sollte das besser heißen. Also wieder Philosophie mit Abstraktionskritik oder Begriffskritik, wenn man so will. Und das unreflektierte Denken, das findet sich eher
in den ausgetretenen Pfaden der Alltäglichkeit, es soll heißen der Sprachgewohnheiten oder eben des unkritischen Gebrauchs der Begriffe, der Aneignung der Sprache von Kindesbeinen an. Das ist ein Buch, das ist ein Tisch, das ist ein Schaf, also Identifikationslogik. Der Gegenstand ist, was er ist und nichts anderes. Das nennt Friedrich Weismann hier den Pfad der Alltäglichkeit. Und auf dem Pfad der Alltäglichkeit, da begegnen wir, ich, du, er, sie, es, keinem Philosophen. Also werden wir diesen Pfad der Alltäglichkeit verlassen und uns weiter fortschreiten hin zu Ludwig dem Wittgenstein aus seinem berühmten Tractatus Philosophicus. Eine Stelle, Paragraph sowieso, spielt keine Rolle. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache. Dem wäre jetzt nichts hinzuzufügen, außer dem Hinweis, denke ich mal, der ist hier angebracht, wo Wittgenstein Mautner erwähnt, einer der wenigen Stellen, an denen ein anerkannter Philosoph, eine Größe, sich auf Mautner bezieht, der mehr oder weniger in der Vergessenheit versunken ist. Aber da werde ich, je nach dem Verlauf, den diese Veranstaltung nimmt, dann später noch so 30 Minuten Fritz Mautner widmen, der in Sachen Sprachkritik, der eigentlich als der moderne Erfinder der modernen Sprachkritik gelten kann, mit seinen Beiträgen zur Kritik der Sprache, drei Bände, sein Wörterbuch, philosophisches Wörterbuch, wie es heißt. Und dann ist er noch als Atheist in Erscheinung getreten, in der vierbändigen Geschichte des Atheismus. Aber vorerst kommen wir ohne diese Autorität aus, auf unserem Weg zur Mündigkeit, zur eigenen Urteilskraft, zum Sapere Aude. Mensch, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und hier werden die Mittel zur Verfügung gestellt, um selbstständig zu denken, gegen Gott und die Welt und wer auch immer daherkommt, wird erst einmal den Prüfstein der Abstraktionen bzw. des Gegebenen über sich ergehen lassen müssen, um dann für wert empfunden zu werden durch die Pforten wie sagt man heutzutage, höheren Levels zu kommen oder so ähnlich. Ich bin eigentlich kein Freund von Wittgenstein, bis ausgenommen die fruchtbaren Anregungen, die ein unausgebildeter Geist durch sein
durch seine Philosophie, durch seine Bemerkungen gewinnen kann. Aber darüber hinaus, wenn man einmal über die Wittgensteinsche Leiter hinausgestiegen ist, ist das alles unausgegoren. Und der kritikbedürftig, aber das ist ein anderes Kapitel. Es ist auf alle Fälle, ich denke mal, Wittgenstein hat ausgespielt, und ich erachte ihn nicht einmal der Mühe wert, mich näher mit ihm auseinanderzusetzen. Gut. Aber gegen diesen Spruch hier lässt sich jetzt weniger sagen, weil es ja nur allgemein auf ein Bewusstmachen der Beziehung von Sprache und Denken aufmerksam macht. Ich denke mal, im Tractatus hat Wittgenstein sogar noch eine Abbildtheorie vertreten. Das heißt, die Worte bilden die Wirklichkeit ab, und das ist eher überholt, würde ich mal sagen, von meinem Standpunkt und dem anderer Eingeweihter aus betrachtet. Wir schreiten weiter zu einem anderen Denker deutscher Zunge, die Nummer 8, Friedrich Nietzsche. Menschliches, allzu menschliches, ein Aphorismus über Originalität. Dort heißt es nicht, dass man etwas Neues zuerst sieht, sondern dass man das Alte, Altbekannte, von jedermann Gesehene, Übersehene, wie neu sieht, zeichnet die eigentlich originalen Köpfe aus. Also, Neuheit wird allgemein überschätzt. Originalität auch, da halte ich es auch mit dem altbekannten Spruch, im Westen nichts Neues, aber auch im Osten nichts Neues. Es gibt kaum etwas, das nicht schon früher, oft besser schon einmal gesagt wurde. Aber um das geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass Menschen begreifen, was es mit Sprache und Denken auf sich hat, damit sie nicht scheitern mögen an ihrem an ihrer Disposition zur Fähigkeit zur Unterscheidung, damit sie nicht daran irre werden, wie das so oft geschieht, oder sich eben in unausgegorene Postulate und Behauptungen flüchten, irgendeines fadenscheinigen Zwecks wegen. Und hier hätten wir mit dem altbekannten Alten diese oben schon angesprochenen Pfade der Alltäglichkeit. Es ist vielmehr das Selbstverständliche, dass es in Frage zu stellen gilt. Und dieses Selbstverständliche ist damit in erster Linie der Gebrauch der Sprache gemeint. Der unreflektierte Gebrauch der Sprache, der herrührt von Begriffsdefinitionen, die wie Etiketten gehandhabt werden, wonach die Sache
der Sache ein Begriff eigen ist, die Sache diesen Begriff quasi besitzt, für sich als Besitz in Anspruch nimmt. Ohne diese Interpretationsbedürftigkeit von oben, ohne dieses metaphorische, analoge. Und das ist auch, was mit Kritik der Abstraktionen gemeint ist, das Bewusstsein zu schärfen für die Begriffsbildung, den Begriffsbildungsprozess, die Beteiligung des Subjekts an demselben, was etwas anderes heißt als diese entsubjektivierten Veranstaltungen der allgemeingültigen Logiker, der Logokraten. Also legen wir weniger Wert auf Originalität, sondern darauf, etwas zu begreifen, das eigene Denken zu begreifen, das Denken anderer zu begreifen, die eigene Sprache zu begreifen, die Sprache der anderen zu verstehen. Und mit dem nächsten Postulat werden meine bisherigen Gedanken weitergeführt in die Ecke der Ursachen, und zwar der Ursachen aller Übel. Hier sind wir ganz schwer auf moralischem Terrain, und was diese Übel mit der Unfähigkeit, die allgemeinen Begriffe auf einzelne Dinge anzuwenden, was das auf sich hat, das werden wir im Verlauf dieses Kursus, dieser Einführung in die Philosophie unter dem Decknamen Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik näher kennenlernen. Es geht also auch darum, Übel zu beseitigen. Ein Übel, das im Punkt 1 und 2 schon angesprochen wurde. Die Trommler und die Trompeter des Übels, diejenigen, die ihrer Beredsamkeit willen und so weiter, die Berater, die Werbeagenturen, alle, die keine Waffen haben und deren Zunge nur eine Zunge ist und kein Verstand. Das heißt, der Verstand wird missbraucht, niederer Zwecke wegen. So, jetzt ist es raus. Jetzt habe ich mich geoutet als Moralist, als Sollapostel. Wir kommen zur Nummer 10. Das Konkrete in seiner, Nummer 9 will ich nur sagen, die allgemeinen Begriffe auf einzelne Dinge anzuwenden, das ist der Punkt. Die Abstraktion ist ihrem Wesen nach, sage ich mal, ein Allgemeinbegriff. Denn mit dem Wort Hund meine ich nicht einen ganz besonderen Hund und nur ihn allein, sondern immer auch schon jede Menge anderer Hunde, sind mit inbegriffen. Also ein Allgemeinbegriff. Und die Schwierigkeit ist eben, dass wir, ich, du, er, sie, es, mit in der Regel mit einzelnen Dingen zu tun haben. Und hier greife ich dem Nominalismus, späteren Nominalismus vor,
Wie der Nominalist sagt, Allgemeinheit existiert nicht. Das heißt, die Abstraktion existiert nicht. Es gibt kein Obst, sondern nur Bananen. Aber an dieser Stelle erhalte ich gerade die Information, dass schon wieder meine Zeit um ist. 1, 2, 3, im Sauseschritt, eilt die Zeit, wir eilen mit. Wir halten fest, die Ursache aller Übel ist ein Missbrauch der Sprache. Na, aller Übel ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber in der Übelbekämpfung, in der Hitparade der Übelbekämpfung im Chart, der Best-of-Übelbekämpfer, sind wir mit der Anprangerung des Missbrauchs der Sprache bzw. der irrtümlichen Begriffsbildung oder unbewussten, von mir aus unbewussten Begriffsbildung, und da gilt, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, also ist ethisch zu verwerflich. Aber das war's dann schon wieder für dieses Mal. Ich halte fest die Nummer 10 in Folge 3, wenn es wieder heißt, schalten Sie ein. Der Gleichsatzkanal bietet im Grunde genommen alles, was die nach Festigkeit lechzende Seele begehrt. Aber nicht nur das, in erster Linie sind wir hier verstandestechnisch unterwegs, logisch im Kampf gegen die Logik, und zwar die mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Aber jetzt bist du ruhig, bis und aus.